geht eben genau um diese Geschichte, was hier die Lynn Hirschman vor vielen, vielen Jahren begonnen hat zu verhandeln, nämlich die Frage, unter welchen sozusagen medientechnischen Bedingungen verändert sich unsere Existenz körperlich, mental, geistig, psychisch. Das war sozusagen damals eine ganz große Frage, die erstmals aufgetaucht ist. Und sie war eine der Pionierinnen, die die Frage auch der Identität gestellt hat. Und das ist etwas, der Titel der Ausstellung Liquid Identities verweist ja schon darauf, dass die Frage der Identität heute nicht mehr so einfach zu stellen ist, weil diese Identitäten A, sozusagen sofort mit etwas fixen Starren verbunden sind und wir alle ganz unterschiedlich Erfahrungen machen, dass diese Stabilität in vielerlei Hinsicht unterwandert wird. Ne? Also dass es A, gesellschaftlich nicht mehr unbedingt gefordert ist, dass man sozusagen über einen ganz großen Zeitraum, am besten das ganze Leben lang, sozusagen an einer seiner, meiner Identität festhält, dass sozusagen die Gesellschaft, also sprich alles, was mit diesem postkapitalistischen zusammengefasst wird, flexible Identität sowieso voraussetzt. Das heißt also, es selbstverständlich ist, dass wir A, bis kurz vor unserem Tod lernen und uns weiterbilden und möglichst neue Qualitäten ständig aneignen, dass wir bereit sind, ständig, was Geld verdienen betrifft, überall hinwandern und hinziehen und hinpilgern und pendeln, dass wir selbstverständlich, dass die Familien sozusagen kein Hort mehr sind, wo man sich permanent einkuschelt, sondern im Gegenteil, es ist eine große Anstrengung, dieses Einkuscheln in irgendeiner Weise noch aufrechtzuerhalten. Also sozusagen, man spürt an allen Ecken und Enden, dass sozusagen so eine Flexibilität wirklich in den Alltag von beinahe allen, würde ich sagen, eingedrungen ist. Dementsprechend hinkt einerseits die Theorie hinterher, also soziologische Theorien und Medientheorien hinken einerseits diesen Entwicklungen notwendigerweise hinterher, aber gleichzeitig gibt es eben auch immer Entwürfe, Manifeste, Pamphlets, die sozusagen so eine nahe Zukunft sich ausmalen.